Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video, ein ganz besonderes Video, denn es geht um diesen mysteriösen schwarzen Umschlag hier. Und ich schlage vor, wir schauen mal, was da drin ist. Ihr seht hier vielleicht, dass das so ein Wachssiegel hat. Im ersten Moment hat mich das irritiert, weil das nicht den Umschlag verschließt, aber das macht natürlich Sinn, sonst müsste ich das jetzt kaputt machen und das wäre sehr schade. Der Stempel ist geprägt mit den mysteriösen Initialen M und D und ich weiß natürlich, wofür das steht. Ihr wisst es aber noch nicht und ihr werdet es im Verlauf dieses Videos herausfinden. Entschuldigt meine etwas kratzige Stimme, aber ich habe eine Mandelentzündung. Und deswegen höre ich mich etwas krächzig an und kann auch nicht so laut reden. So, jetzt machen wir diesen Brief auf. Da war das alles. Ja. Es ist ganz, ganz viel Papier. Und da haben wir einmal eine Karte, die zeigt, die quasi Absenderin dieses mysteriösen Briefes. Das ist Mirage de Bois. Ich kann leider kein Französisch. Und zwar ist das die Protagonistin aus Katharina Vorhade, das neue Roman, Das Schwert der Totengöttin. Und vielleicht haben es einige von euch bei anderen Bloggern schon mitbekommen, das Ganze hier ist im Grunde so eine kleine PR-Aktion zum Release dieses Buches, denn das erscheint heute am 3. beziehungsweise in vielerorts ist es auch schon vorher da gewesen. Meins war letzte Woche schon in der Buchhandlung, aber da ich nicht da war, konnte ich es noch nicht abholen. Ja, hier also einmal die Protagonistin als Postkarte, aber es geht eigentlich um das. Hier ist ein Brief. Fremder, erreicht dich diese Nachricht, so hat Rabe Sergej seine Aufgabe erfüllt und eine Person seines Vertrauens ausfindig gemacht. Ich schreibe aus den hügeligen Vorlanden der Hafenstadt Tradea und befinde mich in höchster Not. Mein Vertrauen schenke ich jedoch nicht freigebig. Bist du der Held, den Sergej in dir sieht, musst du mein Vertrauen erst erringen. Doch sei gewarnt, diese Reise solltest du bloß antreten, wenn du bereit bist zu kämpfen, zu opfern und deine Ängste zu überwinden. Es ist möglich, dass nicht einmal der Tod eine Erlösung sein wird. Die Menschen im Vorland flüstern von einem Kratzen in den Grabhügeln, in dem bloß die Verblichenen ruhen. Sie erzählen von einem See, dessen Wasserspiegel sinkt und eine Stadt freigibt, zwischen deren Ruinen Schatten umherhuschen. Und sie erinnern sich an die Legende eines alten Zwists zwischen zwei mächtigen Göttern. Der Hufschlag der Garde lässt die Erde erbeben, doch ich traue ihnen nicht. Du bist es, den Sergej erwählt hat, und ich traue dem Instinkt des Raben. Kann ich dir trauen? Folge meinem Rätsel, um dich dieses Abenteuers würdig zu erweisen. Sollte ich versagen, so liegt es an dir, die Wahrheit ans Licht zu tragen. Beweise deinen Mut, die Schicksalsspinne Epena sei mit dir. Mirage de Bois, Entschuldigung. Ja, das ist dieser Brief und das ist das Rätsel. Und damit werde ich mich jetzt auseinandersetzen. So, das erste Rätsel ist auch schon gelöst. Ich hatte gedacht, ich brauche ewig lange und es lohnt überhaupt nicht, das mitzufilmen. Und ja, tatsächlich habe ich es dann auf Anhieb geschafft. Ich würde aber auch behaupten, dass ich relativ rätselerfahren bin. Ich habe die 10 ersten Jahre meines Gamer-Lebens mit Point-and-Click-Adventuren verbracht und außerdem spiele ich super gerne Assassin's Creed und gerade in den alten Teilen gab es da auch immer viel solche Rätsel drin, auch genau solche, nicht genau wie dieses hier, aber im späteren zeige ich euch noch andere Rätsel, die ich halt so schon kannte und ja, deswegen ging das relativ zügig und ich liebe Rätsel, ich rätsel total gerne. Ja. Dieses Rätsel sah so aus. Hier unten drunter steht ein Satz, der ist jetzt abgeschnitten, aus Gründen, die ich euch gleich nenne. Und hier oben haben wir so ein Muster, zwei Striche runter und zwei quer und da stehen Buchstaben drin, ähnlich wie bei der Handytastatur. Und hier ist nochmal so ein Kreuz mit dem gleichen. Und unten die Symbole sind sind so eckige Symbole und die Lösung ist halt im Grunde die, dass sich durch dieses Raster und dieses X halt Formen ergeben und es stehen immer zwei Buchstaben drin, mit Punkt und ohne Punkt
Und das ist halt eigentlich ganz simpel. Wenn wir zum Beispiel hier unten in die Ecke gehen, ist es so ein rechter Winkel. Und darüber wäre es so ein auf der Seite liegendes U. Hier oben in der Mitte wäre es ein U. In der Mitte wäre es ein Quadrat. Und jede Form gibt es halt nur einmal. Und je nachdem, ob ein Punkt drin ist oder nicht, ist es entweder das eine Symbol oder das andere. Das ging also eigentlich ganz easy und hat mich ungefähr eine Minute gekostet, darauf zu kommen. Und der Satz unten drunter ist eine URL und genau deswegen zeige ich euch die auch nicht, weil die führt euch weiter zum nächsten Rätsel und das Rätsel an sich und diese URL, das ist halt eine versteckte Domain, die man halt nur finden kann, wenn man dieses Rätsel hier gelöst hat. Und da das ja nur für bestimmte Leute gedacht ist am Ende, ja, es hat auch damit zu tun, weil wir am Ende, wenn wir es denn richtig lösen, auch das E-Book geschenkt bekommen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Möglichkeit besteht, dass das theoretisch missbraucht werden kann, wenn jetzt Leute dieses Video sehen, das Rätsel auch lösen und dann sich darüber irgendwie auch noch eins abgreifen können. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber um dem vorzubeugen, zeige ich halt diese URL nicht. So, ja, jedenfalls ging dieses Rätsel ziemlich flott. Und die nächsten Rätsel sind online, die habe ich am Computer gelöst, auch wenn es bei dem zweiten hieß, man sollte sich das ausdrucken. Ihr seht gleich wieso. Ja, und deswegen seht ihr mich jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe euch Screenshots von den Rätseln gemacht und die blende ich euch dann hier ein. Und dann gibt es ein Voice-Over dazu. Ja. Unter der angegebenen URL findet man dann ein mysteriöses Bild von einer Ruine und darunter folgenden Text. Fremder, du hast den ersten Schritt geschafft, das erste Rätsel gelöst. Vor dir streckt sich eine alte Wehrruine empor, Mäuse rascheln im Laub. Es riecht nach Herbst, eisig schneidet die Luft in deine Wangen und saugt die Feuchtigkeit aus deinen Lippen. Deine Nase spürst du schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Deine Finger sind klamm, egal wie oft du sie mit Leder und Lumpen umwickelst. Du lässt dein Pferd vor den Toren zurück und steigst eine verfallene Treppe hinab. Jeder deiner Schritte löst Bruchstücke, die lauthals in die Tiefe kullern. Du musst eine Fackel erleuchten, die dir den Weg weist. Ihre Flamme streift heiß dein Gesicht und trotzdem gelangt ihre Wärme nicht in dein Inneres. Deine Welt teilt sich in Schwarz-Weiß, dein Atem faucht durch die Finsternis, die Wände schimmern, das Tropfen in der Ferne fühlt sich an, als würde jemand gegen deine Schläfe hämmern. Deine Stiefel tauchen in Schlamm, Kakerlaken nehmen vor dem Licht Reißaus. Neben deiner Fackel entdeckst du ein anderes Licht in der kalten Tiefe. Ein leuchtendes Zeichen weist dir den Weg. Du erklimmst eine rostige Gittertür, die als Rampe zu einem Vorsprung führt, ihre Streben ächzen unter deinem Gewicht. Endlich bist du da, greifst in die Nische, über der das Zeichen verlockend glüht. Du ertastest eine Kapsel und ziehst sie heraus. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein erstes Glyphenversteck gefunden. Die Diebesgilde verwendet diese Geheimverstecke in und um Tradea, um Botschaften zu überbringen und Aufträge zu verteilen. Mein Auftrag wird dich zu jenen Schriften führen, die dir vor dem Unglück in den Vorlanden erzählen, von alter Magie, von betrogenen Göttern, von jenen, die sich für Helden hielten und anderen, die es nicht sein wollten. Schleife deinen Dolch und schärfe deine Sinne, wenn nötig mit einem Alchemikum, um den Glyphenpfad zu folgen und die geheimen Nachrichten zu entschlüsseln. Hörst du das Wispern? Das Kratzen von Nägeln auf Stein? Rasch, rasch, du willst dem Grauen hier nicht begegnen, das in der Dunkelheit brütet. Rasch, rasch, achte nicht auf deine nassen Schritte. Auf deine nassen Stiefel. Es gibt keine Zeit zu rasten. So, Entschuldigung, das war nicht ganz fehlerfrei vorgetragen. So, und jetzt habe ich die Wahl, ob ich Anfänger oder Fortgeschrittene nehme. Und ich habe gedacht, ich nehme einfach mal gleich für Fortgeschrittene. Und dann kommen wir zu diesem Bild hier. Hier begrüßt uns so ein Kreis mit dem Alphabet im Inneren und Zeichen auf der Außenseite. Und unten gibt es wieder eine URL zu entschlüsseln, auch die werde ich euch hier nicht einblenden. Beziehungsweise vielleicht den oberen Teil, dass ihr sehen könnt, was es, wie das Rätsel aussieht, aber den entscheidenden Teil werde ich euch abschneiden. Ja, wer Assassin's Creed 2 gespielt hat, kennt diese Rätsel. Das heißt, man muss diese zwei Kreise einfach nur richtig gegeneinander verschieben.
um eben zu gucken, welches Zeichen welchem Buchstaben entspricht. Und da es sich um eine URL handelt, war das ziemlich einfach. Ganz am Anfang das www, dass diese Raute das W ist. Und dann kommt man ganz schnell drauf, dass man einfach immer 7 Stellen weiter im Uhrzeigersinn zählen muss, um zu dem richtigen Buchstaben zu kommen. Das hat dann bei mir auch ohne Ausdrucken und Ausschneiden so auf Anhieb ganz gut funktioniert, weil ich halt diese Art Rätsel schon kannte. Ja, das gibt dann eine neuerliche URL und führt uns zu einem neuerlichen Text. Travis grüßt. Du hast einen Schwarzmarkt erreicht. Du bist dir selbst nicht ganz sicher, wie du es hierher geschafft hast, denn du stehst inmitten einer Zeltlandschaft, deren Düfte dir die Sinne benebeln. Verwirrt drehst du dich im Kreis und versuchst dich zu orientieren. Du hast einen Auftrag, vergiss das nicht. Kobaltblau, leuchtende Orange, Koralle, die Zeltplanen schreien in all ihrer Farbenpracht. Der Sternenhimmel verblasst hinter ihren transparenten Tüchern, die über dir wie Wolken schweben. Prächtige Münzen klingeln an den Gewändern der Händler und Händlerinnen aus Ländern, welche du noch nie besucht hast. Ihre Blicke begegnen dir mit Misstrauen, aber auch Habgier. Halte deinen Geldbeutel fest, so keck du auch angelächelt wirst. Jeder hier in dieser Zeltlandschaft ist auf seinen eigenen Vorteil aus. Musik durchwebt die Nacht. Tabak zischt auf Kohlestücken, Wasserpfeifen gurgeln, Gläser mit seltsamen Flüssigkeiten werden gereicht. Du weißt, all das kann Gift wie Rauschmittel zugleich sein. Du findest die Frau, zu der dich meine Nachricht geführt hat. Ihr Haar ist schwarz wie die Nacht, die Augen glühen hell wie Bernstein, den man gegen die Sonne hält, um das Alter in Form einer gefrorenen Wesenheit darin zu erblicken. Sie kneift das linke Auge zu, unter dem eine Glyphe tätowiert ist. Das merkwürdigste Glyphenversteck, das dir je begegnet ist. Was sollst du mit ihr? Die Reisende, die bloß dem König ohne Königreich unterstellt ist, weist dich mit einer Handbewegung an, dich zu setzen. Der Geruch von Asphodelienkraut liegt schwer in der Luft. Sie scheint zu ahnen, was du suchst, denn schweigend stellt sie ein Fläschchen vor dir auf, so wie eine Schale mit getrockneten Blüten. Als du nach beidem greifen willst, schüttelt sie den Kopf. Glasperlen klingeln an ihrem Haar. Du darfst nur eines nehmen. Neugierig schälst du über den Rand. Was hat das zu bedeuten? Du musst dich für eins von beidem entscheiden. Wähle weise. Colchicum autumnale. Zeigt sie auf die Schale mit getrockneten Blüten. Artemisia absinthum. Verweist sie auf das Fläschchen mit der braun-grünen Flüssigkeit. Mit einer Handbewegung zeigt sie dir an, dass du eins davon schlucken sollst. Du fühlst ein Kloß im Hals und versuchst verzweifelt, dich an die Kräuterlektion in deiner alten Lehrstätte zu erinnern. Es ist möglicherweise besser, du recherchierst, bevor du unbedacht zu einem von beiden greifst. Was wählst du? Ja, so. Ich würde erstmal googeln. Ich komme nur so weit, dass Autumnale halt irgendwas mit Herbst sein wird. Und Artemisia absinthum klingt für mich nach Wermut. Aber trotzdem gucke ich mir das jetzt einmal kurz an. Für euch geht es nahtlos weiter. Ich habe kurz recherchiert. Also Artemisia absinthum ist tatsächlich Wermut, wie ich das richtig im Kopf hatte. Und Colchicum autumnale ist die Herbstzeitlose. Und im Grunde ist beides giftig, aber die Herbstzeitlose ist sehr, sehr giftig. Und aus Wermut kann man halt, wie der Name schon sagt, Absinth herstellen. Der Absinth, den man hierzulande zu kaufen kriegt, enthält übrigens keine Halluzinogene. Was man aber keinesfalls tun sollte, ist wilden Wermut pflücken und dann in Alkohol einlegen. Das gibt ganz, ganz böse Trips. Noch sowas, was ich in meinem Studium gelernt habe, aber nicht ausprobiert. Aber wir haben das mal thematisiert, als wir Wermut draußen gefunden haben. Das nur so am Rande, hat mit dem Rätsel nichts zu tun. Wir kommen weiter zum nächsten Text. Artemisia absinthum, murmelst du und streckst die Hand nach dem Fläschchen aus. Vorsichtig rollst du die Fiole zwischen Daumen und Zeigefinger. Du glaubst dich zu erinnern, dass es sich hierbei um eine Art Magenbitter handelt, das dir dein Meister bei Verstimmungen verschrieben hat. Auffordernd sieht dich die Frau an. Als du nichts tust, nickt sie dir zu, das Glyphenzeichen schimmert auf ihrer Wange. Du entkorkst das Fläschchen und riechst daran. Du bemerkst den scharfen Geruch von Schnaps und den würzigen Geruch von Wald. Vorsichtig nippst du. Die Flüssigkeit brennt über deine Zunge und gleitet den Rachen herab. Du musst ein wenig husten. Schmeckt nach Magenbitter. Fragend siehst du die Frau an, doch sie interessiert sich schon nicht mehr für dich. Ihre Schulter dreht sie dir zu und schöpft sich Wasser aus einem Kessel, der über einer Feuerstelle gurgelt. Du sprichst sie wiederholt an, doch sie gibt dir mit einer abrupten Handbewegung zu verstehen, dass du verschwinden sollst. Enttäuscht ziehst du dich zurück. Du hast einen Wächter Unsummen an Silber zahlen müssen, damit er deine Unterkunft bewacht. Du duckst dich unter die Zelt... Entschuldigung.
Du duckst dich unter die Zeltplane und beschließt dich auszuruhen. Kraftlos bist du niemandem eine Hilfe, am wenigsten mir, und das weißt du. Weiche Teppiche empfangen dich, die die Kälte abhalten, welche durch den Grund emporkriecht. Du lauschst dem Murmeln der Zeltstadt, während du in den Schlaf gleitest. Du hast Wermut getrunken, was prinzipiell genau das ist, wofür du es gehalten hast. Seine Bitterkeit allerdings hat den Geschmack von etwas anderem überdeckt, das nun streichelnd von dir Besitz ergreift. Als du in den Schlaf gleitest, begleiten dich Träume, doch was dir vom Göttermund sonst lieblich eingeflüstert wird, entpuppt sich als Spiegel des Horrors. Erinnerst du dich an meine Worte, an das Wispern in den Wäldern, an das Kratzen an den Ruinenwänden? Nun siehst du etwas vor dir, das dir den Atem raubt. Schweißgebadet erwachst du frühmorgens. Der Lärm in der Zeltstadt ist nie abgebrochen. Dennoch hast du das Gefühl, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Für dich. Und wenn du niemanden warnst, auch für alle anderen. Verbreite gern die Botschaft bzw. unterstütze den von mir beauftragten Magier-YouTuber am 3. Juni oder später, indem du diese Vision teilst. Du wirst die Vision auf meiner Seite des Gesichtsbuchs und dem Zauberportal Instagrammer finden. Ich freue mich, wenn du mir bei der Verbreitung des Wissens hilfst. Aber nun zum letzten Versteck des Glyphenpfades, denn an deiner schweißgebadeten Wange klebt ein Stückchen Zettel, das dich zur Bibliothek der ominösen Dinge verweist. Zeit nach Teratalioni aufzubrechen und nimm dich vor den Monstren in Acht. Diese verfluchte Stadt zieht Ungeheuer und Magie an wie scheiße Fliegen. Ja, diese Vision, ihr könnt es auf dem Bild sehen, ist natürlich der Buchtrailer. Der findet sich auch auf YouTube. Ich verlinke euch das gerne unten. Schaut euch das unbedingt mal an. Und unten gibt es dann wieder einen Link, wo es dann weitergeht zum letzten Rätsel, vermute ich mal. In der Bibliothek der ominösen Dinge erwarten dich Staub, Pergamente und Papyrusrollen, sowie ein alter Mann mit schleppendem Gang und einem Husten, das er alle drei Schritte als Begleiterscheinung ausstößt. »Bei Helios, Gott allen irdischen Wissens«, brummt er, als er vor dir zu halten kommt, »wenn sie so herumtrampeln, kann sich hier niemand konzentrieren.« Fragend blickst du dich um, denn außer einer alten Dame, die auf einem Stapel Lederfolianten eingeschlafen ist, kannst du niemanden entdecken. Der Mann streift über seinen krausen Bart. Ihm ist mit Sicherheit nicht bewusst, welch ein Klischee er darstellt, als er dich skeptisch mustert. »Adalgis Perpore Rohoi, mein Name«, lässt er sich schließlich zu einer Vorstellung herab. »Was suchen Sie?« Du zeigst ihm das Papierstück, das dich hierher getroffen hat. »Hm, murmelt er, als er über die zerknitterten Ränder streift. »Ein Rätsel, das mag ich.« Er wendet sich ab, als wärst du nicht länger da, und trippelt zwischen den finsteren Regalen hindurch, in denen sich Schätze der Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, stapeln. Auf weichen Schlappen saust ein junger Bibliothekar an dir vorbei, als glitte er über Eis. Dabei verursacht er kein Geräusch. Du kommst dir momentan wirklich ein wenig wie ein Trampel vor, denn deine schweren Stiefel klopfen hart über den Steinboden und verlieren den Schlamm, der sich auf deiner Reise hierher an den Sohlen angesammelt hat. Perpori führt dich in eine abgelegene Kammer, in der sich hauptsächlich Rollen in Regalen stapeln. Als er eine berührt, stiebt Staub auf. Er hustet erneut. »Landkarten«, sagt er. »Das hier ist die Kartografenkammer. Darauf verweist diese Nachricht. Er lässt sich dazu herab, sich zu dir umzudrehen und drückt dir meinen Nachrichtenstreifen in die Hand. Sie schaffen das schon. Wenn Sie etwas herausgefunden haben, kommen Sie zu mir. Dann sage ich Ihnen, was zu tun ist. Zeit, dich durch die Landkarten zu wühlen. Nur wo beginnen? Am besten vorne. Zwischen den mundialen Landkarten muss sich irgendetwas verbergen, etwas, das dort nicht hingehört. Vielleicht liegt darin etwas verborgen. Wenn du das Rätsel gelöst hast, kehre zu Perpori zurück. Tipp, du brauchst einen Drucker oder einen Schreiberling, der dir etwas kopiert. Kafrit, der Sonnengott, sollte dir ebenfalls beistehen. Oder aber du hast magische Unterstützung von der Magischen Akademie zu Computristan. Ja, der erste Link führt einen dann dahin, wo man in etwa suchen soll. Bei diesem Rätsel habe ich tatsächlich am längsten gebraucht. Letzten Endes konnte man da zwei Dinge finden, die man sich ausdrucken kann. Nämlich einmal ist das so ein, ja, so ein Liebestrankrezept, und das gibt es auch nochmal als sowas. Und ich habe das eigentlich direkt gesehen und gedacht, hey, was ist das? Aber konnte nichts damit anfangen und habe deshalb weitergeguckt, weil ich auch irgendwie verunsichert war, dass ich dachte, ich soll ganz woanders suchen, und ja, letztlich war es das aber. Und das soll man so übereinander legen, dass dieser schwarze Teil hier dann halt bestimmte Teile schwärzt
Und dann bleiben hier von dem ursprünglichen Text nur noch bestimmte Wörter oder Buchstaben übrig, sodass man dann auf die Lösung kommt. Ich habe das zwar ausgedruckt, das hat bei mir aber nicht gut funktioniert, weil diese schwarzen Balken halt doch nicht genau über der Schrift liegen, sondern das ist immer so ein bisschen verschoben und man muss es eigentlich die ganze Zeit hinschieben, es passt nicht so genau. Und deswegen habe ich mir dann das beides nochmal kopiert und in ein Bildbearbeitungsprogramm eingefügt, habe dann hier das Weiße ausgeblendet und habe das Schwarz dann immer so Millimeter, also immer so rumgeruckelt, bis das irgendwie Sinn ergeben hat, was da rauskam. Also man erkennt ja dann schon, wenn das zusammenhängende Wörter ergibt, aber das ist von Absatz zu Absatz ein bisschen verschieden und ich musste das immer wieder so ein bisschen rumschieben. Ja, letztlich habe ich damit aber die Lösung rausbekommen. Unter dem zweiten Link war dann die Anweisung, wo man das hinschicken soll. Und ja, das war im Grunde dann auch schon das ganze Rätsel. Ja, mein Freund ist jetzt gerade unterwegs, mein Buch von der Buchhandlung abzuholen, das ich vorbestellt hatte. Deswegen kann ich es euch leider hier an dieser Stelle noch nicht zeigen, aber wir machen demnächst ein Neuzugänge-Video und da werdet ihr das dann wiedersehen. Bis hierhin, nochmal vielen lieben Dank an Katharina, dass ich mitmachen durfte. Mir haben die Rätsel sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich konnte vielleicht ein bisschen neugierig machen auf das Buch. Ich sag euch nochmal schnell, worum es geht. Das Ganze spielt in der üblichen Welt von Katharina V. Harderer, wo auch schon Das Herz im Glas zum Beispiel gespielt hat, was ja eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist, auch zu der gleichen Zeit, aber mit anderen Protagonisten und es geht auch um was anderes. Es geht um Mirage, die mir diesen wunderschönen Brief geschrieben hat, die eine Hexe ist. Und dann gibt es noch Erik Zane, der Stadtwache angehört. Und die Stadt hat so ein gewisses Untotenproblem. Und die Frage ist eben, wo die herkommen. Und das ist etwas, ja, Gruseliges. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Die beiden Protagonisten sind sehr, sehr unterschiedlich, werden in dieser Geschichte irgendwie notgedrungen aufeinandertreffen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend werden und ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, dass ich es dann jetzt bald lesen kann. Und ja, schaut euch dieses Buch unbedingt an. Ihr werdet es hier auf jeden Fall wiedersehen, wenn ich es gelesen habe. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß auf diesem Kanal mit was auch immer als nächstes hochgeladen wird, was auch immer ihr jetzt vorhabt. Und ja, schaut euch gerne auch nochmal die anderen Bücher der Autorin an. Ich verlinke die nochmal unten, aber ihr werdet die sicher auch schon mal hier gesehen haben. Und dann verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis bald. Ciao.